Freunde, dann wollen wir jetzt mal die lang ersparte PTRS ein bisschen ausführen. Ich habe alles dabei, was ich haben wollte. Ich wollte jetzt mal auf leichte Panzer schießen und vor allen Dingen auch noch ein paar Flugzeuge dabei haben. Das habe ich jetzt hier beides. Ich hoffe, ich kann auch gegen beides antreten. Ich überlege nur gerade, ob ich nach B oder nach Dings fahre. Das ist jetzt gerade die Kunst. Fahre ich nach B? Ja, ich muss nach B fahren, weil alle nach D laufen. So, ich bin noch nicht 100% super mit der Waffe, aber ich schätze mal, wenn ich damit eingespielt bin, na holla die Waldfee. Ich sag nur eins, wenn du davon 5-6 Mann gegen dich hast, dann wird's lustig. Ich hab das Ding jetzt natürlich nur verbüßt dabei. Es gibt leider keinen Scope für die Waffe, das finde ich sehr schade. Ne? Ich meine, so ein 16-fach Zoom für die Waffe, das müsste doch noch unbedingt sein, sonst macht das ja einfach keinen Spaß. So, ansonsten ist das natürlich die Türrahmen-Sniper schlechthin, ne? Also wer hier durchkommt, ist einfach lächerlich. Ich habe hier 5 Schuss, die ich alle ins Schwarze bringen kann. Auf der B-Seite ist natürlich wieder kein Gegner zu sehen. Wow, ist das Hammer. Es könnte ja hier einer bei mir spawnen und die Punkte mit einnehmen, dann brauche ich hier gar nicht weitermachen. Das ist auch, glaube ich, das einzige Spiel heute, wo es halbwegs mal läuft. Ach so, verdammt. Ein Stück zu weit gelaufen. Ich hoffe, das übernimmt jetzt hier gleich mal einer. Ich will nämlich jetzt hier nicht eine leere Line zu capen, da habe ich jetzt auch gar keinen Nerv zu. Aber da bin ich gar nicht. Der Panzer wird er schon machen. Hier, viel Spaß. Fahren wir auf die D-Seite. Achso, ich muss ja da reinfahren. Entschuldigung, ich trinke heute beim Fahren. Aber ich trinke nur, wenn ich fahre. Aber wenn, dann viel. Hier ist mit einer B2 ein. Da habe ich drei Sauer abgesprungen. Na, also. Sonst wird das hier heute ja nichts. Sehr gut. Wir sind gerade ins Nichts gefahren und irgendwo abgeprallt. Auch nicht schlecht. Ich liebe diese Servolenken. So toll. Immer so toll. Jetzt noch eine Tellermine und dann war es das wieder mal. Noch keinen einzigen Gegner gesehen. Toll. Schön, macht Spaß. Wir müssen den Gegner wieder suchen kommen. Sonst kommt er nämlich nicht. Wo ist der Gegner? Da ist ein kaputter T-70. Da steht ein Kübelwagen. Da lief doch einer. Wo will der hin? Puff. Oh shit. Rückzug und hoffen, dass wir dabei wegkommen. Steht mein Wagen noch? Ja, der steht noch. Wie viele? Nein, 38 Tiere. Der guckt nach oben raus. Ich könnte da rausschießen. Aber ein 38 Tiere, der guckt, der ist nicht, der schießt. Den heizen wir mal ein hier. Er schießt hier. Scheiße. Er war einer noch mit einer MP34 unterwegs, aber ich sehe ihn nicht. Der wartet garantiert darauf, dass ich einsteige. Piff. Da lief er doch. Guck mal da hinten, da läuft er. Nee, den lassen wir laufen. Der interessiert mich. Ja, ist doch gut, Mensch. Ich fahre doch schon woanders lang. Ja! Entspann dich mal!
Wow, Alter. Mann, ey. Alter, du willst dich hier hinter einen Baum setzen, latscher dir auf die Rosette. Es ist einfach lächerlich. Du willst mir jetzt hinterherkommen. Wir spielen jetzt Sniping. Du weißt schon, dass ich eine One-Shot-Rifle habe. Ich habe schon einmal geschossen. Leck mich, der Drecksack, ey. Immer mit diesem STG. Hat die Granate gefickt? Nee. Tiff. Komm, sterben wir mal Anstand. Grüß dich. HE, ist lächerlich OP. HE. Alle Zeit der Welt, mein Freund. Du da. Jetzt habe ich nicht mehr alle meine Zeit. Lad schnell nach. Ein STG. Ich bin der König am Revolver, mein Freund. Wenn ihn nix kann. Navigiert hin und geiert meine Waffe auf. Es war nicht mehr drin. Ich muss mich zurückziehen. Schön, wir mit Waffe mit Wagen gespawnt. Die interessiert die B-Seite auch nicht, ne? Die wird gnadenlos durchgekappt. Das ist vollkommen egal. Keiner deckt einen Spawn ab. Jedenfalls noch nicht. Puff! Die One-Shot-Sniper für Reiche! Wer 650.000 Credits hat, ist klar im Vorteil. Cool bleiben, Zeit rausholen, B1 ist gleich durch. Dann wird's interessant. Ich würde jetzt auf die B-Seite wechseln, wenn ich die wäre. Aber dazu müsste man Eier haben und wissen, wie es funktioniert. So, kurz nachladen den einen Schuss. Also es dauert wirklich lange, die Waffe nachzuladen, aber das ist halt nicht anders. Dafür hat man aber auch 5 Schuss. Dafür kann man auch ganz toll snipern. Den Gegner zu sehen. Zieh den Kopf ein in die BT-7. Jetzt ernsthaft den Kübelwagen. Wer hat auf ihn geschossen? Und wo war das? Da hinten konnte das nicht gekommen sein. Über die Straße, da oben läuft einer. Hier können wir jetzt nichts machen. Cool bleiben. Das Gefährlichste sind nur noch die HE-Ladungen. Vorne schießt auch einer mit einer MP34. Der hat doch gerade hier. Der sitzt doch hier im Haus. Puff. Keine Chance. Wenn ich weiß, wo der Gegner steht. Der erste Schuss. Und dann habe ich noch 4 in petto. Also mit richtig viel Übung ist die Waffe der absolute Burner. Dann kannst du sie einpacken. Wenn wir der B-Seite jetzt durchjorden. Ja, wenn die Deutschen so dämlich sind in diesem Spiel. Ansonsten kriegt man hier nur auf den Sack. Aber
Wenn sie es einmal nicht schaffen, die Line mit abzudecken, wird das jetzt ein schönes Stellungsspiel. Hier war gerade einer. Er hat gerade die Waffe angelegt. Der ist über mir. Das ist meiner. Den hätte ich jetzt aber... Der wäre tot gewesen. Ich müsste Munition holen. Ich müsste mal Munition holen. Du gibst mir Deckung, okay? Gut, wunderbar. Guter Junge. Ganz braver. Ganz ein braver. Ich gehe jetzt Munition holen und dann gehen wir rüber und lassen uns von irgendjemandem am Buschufer wegsnipern. Genau so machen wir das. Das wird schön. Vielleicht sieht er das. Ich bin ja ein Panzertrupp. Ach ne, der gehört zu uns. Entschuldigung, ich hätte jetzt ja markiert und hätte gesagt, hier, da, Ding. Oh. Na, treffe ich ihn? Nein, ist einfach zu dämlich. Ich kann die Waffe nicht so weit runterlegen. Ist aber dumm. Treffen wir den? Ne, den hat der andere schon. So, nachladen. Und rüber über den Club hier. Na, ich hab... Ich habe noch ein paar Szenen von zwei anderen Spielen, da können wir noch was reinnehmen. Da ist nicht viel los gewesen. Aber das können wir reinstellen. Vor allen Dingen, wie wir jetzt wieder von hinten weggesnipert werden. Eine heldenhafte Leistung. Den hinten werde ich abknallen, aber den haben wir. Oh, scheiße, ich weiß nicht, ob wir an den Panzer rankommen. Laufen, 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 laufen. Ich sehe den Drecksack nicht. Aber er hat ihn gekriegt. Oh. Da kommt ein Infanterist auf dem Fahrrad. Den kriege ich auch. Mann, ich bin toll. Einen wehrlosen Infanteristen. Muss ich zurückrennen? Alter, wie viel Leute hier auf dem Fahrrad umherfahren? Wenn dieser Doppelschuss nicht wäre bei 80 Ping. Würde ich den auch treffen. Aber der rennt ja auch gerade durchs Gebüsch. Ich würde ja gerne mal so einen Kübelwagen wegsnipern. Hey, sie, was machst du hier? Was wird das, wenn das fertig ist? Warum fährt er nicht einfach weiter? Ich wollte ihn von hinten wegschießen. Was heute denn? Das ist jetzt mal eine richtig schöne Übungsrunde. Ich habe mal Zeit. Keiner kümmert sich um mich. Niemand cheats auf mich. Keiner nimmt mich für voll. Das kommt ja selten vor. Ich habe ja gerade Dreiermatch hinter mir gehabt. Da ja, stand ich mit dem Revolver rum. Das kannst du mal reinstellen. Aber wir wollen ja die PTRS sehen. Wie lächerlich das ist, wenn ich immer mit dem Puff, mit dem One-Shot hier alle töte. Der saß aber auch gut im Busch. Das muss ich mir jetzt mal lassen. Den habe ich nicht gesehen. Jetzt haben wir den viel verloren. Toll. Ich habe keine Munition mehr. Klasse. So, alle mal hinrennen. Feindliche Einsatzzone. Super. Immer wieder geil. Die ganze Barrikade ist hier zurück. Der sitzt oben auf dem Turm. Irgendwer hat den gerade weggesniped mit dem G43. Die schießen sich die Panzer gerade gegenseitig über den Haufen. Nicht mich abschießen, alles gut. Ich renn rein. Nachlad, 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 nachlad. Nicht auf mich schießen. I'm Soviet Russia, nicht auf mich schießen! Halt, immer den Revolver ziehen beim Nachladen. Eins gegen sieben. Ein MG34.
auch du musst irgendwann mal nachladen. Die Idee war nicht schlecht. Aber ich bin auch ganz böse mit dem Revolver, das muss man noch mal dazu sagen. Im Prinzip ist das hier meine Nebenwaffe. Und das hier ist meine Hauptwaffe. Das sieht zwar nicht so aus, aber... eigentlich schon. So. Richtig schön entspannt. Ich würde gerne noch ein Flugzeug wegschießen. Wo ist eigentlich... wo ist hier die Luftwaffe? Die Luftwaffe ist nicht da. Doch, da, 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 guck mal da. Uff. Das ist toll, die Waffe ist der Hammer. Ich habe so viel Spaß. Nur die anderen nicht. Freud und Leid sind so weit nebeneinander. Irgendwer snipert hier noch im Busch. Wo hat der geschossen? Ich weiß, dass er hier irgendwo sitzt. Hier sitzen überall welche im Busch, Junge. Scooby-Dooby-Doo, wo bist du? Mäuschen piepern mal. Wo sind die ganzen Panzer? Also gegen leichte Panzer ist wieder Burner, ne? Und auch gegen hier diese kleinen Aufklärerflugzeuge, Junge. Piff, piff. Piff. Das ist so lächerlich. Ich bin so lächerlich. Oh, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Leute, die sich dann ganz fest einen drauf rubbeln. Dass wir mit dieser Waffe spielen. Natürlich, wieder Kopfschuss, es war wieder so klar. Dickes MG42, nein, ich habe mir auch mit dem Flieger runtergeholt. Ne? Also, ich habe ihm vorhin einen runtergeholt. Ach, nee. War ja wieder klar. Er stand wieder so beschissen, ich habe ihn getroffen, aber ich habe den Laster vor ihm getroffen. Weil wenn der Laster nicht gewesen wäre, hätte ich ihn weggeknallt. Aber wir können ja nicht immer treffen. Wäre ja zu lächerlich. Also zu Null spielen ist mit dem Teil nicht. Kriegen wir den Punkt hinten gehalten oder muss Roland kommen? Roland muss kommen? Ja, ich komme ja schon. Ich will eigentlich was ausprobieren, aber ich komme nicht dazu. Ich bin halt großen da. Auf wen wirfst du denn Handgranaten? Der sitzt hinten in dieser schwulen Scheune drin. Wo soll der denn sonst sein? Auf 2 Meter nicht getroffen. Ja, das bringt dir rein gar nichts. Du bist so ein Depp, ey, dass immer diese Waffe aufgesammelt wird. Das bringt ihm rein gar nichts. Gegen 5, 6 Mann bist du da komplett aufgeschmissen mit. Ja, nicht vergessen, ne? Ich habe mit der Waffe noch keine Übung. Ne? Ich schieße eigentlich schlecht mit der Waffe. Ich brauche noch viel zu lange. Ne? Also es ist immer nur noch mal so zu sagen, ich habe damit noch nicht 100 Stunden Übung wie mit einer PDRD zum Beispiel. Die schießen ähnlich. Der Unterschied ist aber, dass diese Waffe deutlich effektiver gespielt werden kann. Er steht ganz weit hinten in seinem Punkt. Im Gebäude hilft dir die Waffe auch nicht wirklich. Weil irgendwann... muss ich hier mal um die Ecke laufen und dann... dann ist halt schlecht mit dem Türrahmen-Sniper. Ja, wenn mir jetzt einer hier die Flanke decken würde, dann könnte ich ja wunderbar auf den Türrahmen zielen, aber... Scheiße, jetzt mal weggesprungen, der Drecksack.
Den hat der andere erledigt, von hinten. Nee, der sitzt da mit dem MG. Dann ist klar, dann hat er keine Chance. Das ist herrlich. Immer da, wo du nicht mit rechnest, da sitzt einer. Ja, immer da, wo du nicht mit rechnest. Ach, herrlich. Ich liebe es. Am meisten sterbe ich wirklich. Wenn ich mich jetzt hinten bei O1 hinstellen würde, würde ich ja hier super rausgehen. Aber ich werde jetzt hier noch 6-7 Mal sterben, weil einfach keiner mehr kommt. Das sind halt Deutsche. Die spielen halt nur, wenn sie genau wissen, dass sie gewinnen. Ich habe ansonsten alles verloren heute. Alles verloren. Bis auf das eine Spiel mit der PPS 43. Und das auch wirklich in Sekundenschnelle, ne? Also wirklich 2 Minuten und dann sind die Deutschen durchmarschiert. Du wirst wieder von der Seite angesnipert. Total lächerlich. Ja, da schießt du gut. Ich glaube, hier bewegen sich nur 2 Leute in dem Club. Ja. So. Drei gegen einen. Raus kann ich nicht mehr, weil draußen die Sniper darauf hoffen, dass wir jetzt D1 einnehmen. Ne? Weil er sitzt irgendwo da hinten. Dann sitzen da noch die ganzen Panzer. Ich komme nicht mehr raus. Keine Chance. Ja, ist ja gut, entspann dich. Puff. Aber wir warten jetzt alle darauf, dass das vorbei ist. Weil die meisten, es ist ja kein... Ne, es sind vorne 3 Mann oder so von denen... So, wenn ich jetzt rausgehe zu dem Wagen, der sitzt ja immer noch da hinten und wartet. Ich muss jetzt erstmal in den Wald laufen und ihn flankieren, weil ich nicht weiß, wo er sitzt. Er sitzt hier nämlich wieder ganz lustig im Busch und sagt, mir ist das egal. Hauptsache, meine KD stimmt am Ende. Das ist doch das Wichtigste. Wo ist denn unser kleiner Bummelux? In welchem Busch haben wir uns denn verkrochen? Sehen tust du wieder niemanden? Puff. Das ist ein Drecksack, ne? Erst jetzt hätte er da mal den Panzer raussnipern können. Nein, wozu auch? Da traut er sich nicht. Aber jemand, der sich hier aber Wagen hin und her bewegt, da wird gesnipert. Ist da alles. Aber ich werde aus dem einen Spiel noch ein bisschen was mit rausnehmen. Da könnt ihr euch dann noch ein bisschen drüber freuen. Da werde ich auch mit jedem Schuss getroffen. Ja, ich habe gedacht, ich habe jetzt hier eine Stunde Übung mit dem Teil. Gib mir noch mal Tagübung und dann sind die 650.000 Credits schon ziemlich lächerlich. Ne, es war schon teilweise ziemlich lächerlich, aber es geht noch lächerlicher. Vor allen Dingen, wenn die Waffe modifiziert ist, dann wird's lustig. Ne, ansonsten Credits-mäßig für die Waffe jetzt 19,4 gehabt. Ne, das war jetzt mein erster Sieg. Dazwischen habe ich einmal PPS 43 gespielt. Das war der einzige Sieg. Ja, kann man sich mal anschauen. Ich habe nichts an Reparaturkosten. Ne? Die Waffe kostet halt nur viel. Und so ist die eigentlich schon OP. Na, also es ist einfach die absolute Witzwaffe. Kann ich euch. Wer die hat, ja, also damit eine schlechte KD zu farmen, ist schon fast selber schuld.